Fuck. Es ist so furchtbar. Ich will nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr. So, meine kleine Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei der Arbeit. Illustren Runde. Lune und Konsorten. Wieder ein Private Match spielen. Freut auf den 13. Hallo. Ich höre dich nicht, ich höre deinen Spielsound. Ich höre deinen Spielsound. Das ist jetzt scheiße. Wenn man sich nicht verständigen kann, ist das natürlich extrem AIDS. Wir haben uns nämlich gedacht, komm, wir spielen zwar zusammen auf dem Teamspeak, aber wir machen ein Match. Solange wir nicht tot sind, ist jeder auf sich gestellt. Wir reden über normalen Voice-Chat. Und sobald wir sterben, joinen wir es auf dem Teamspeak nach. Dadurch wird das Ganze ein bisschen spannender und ein bisschen dynamischer. Dann reden nicht mehr alle durcheinander. War mal ein Experiment, wie ihr es besser findet. Entscheidet natürlich ihr. Ich mach mal ein bisschen die Tür zu. Schon wieder auf mich als erstes. Ich sag ja, immer sterbe ich als erstes, ey. Fuck. Nein. Hol die Herren zuerst. Nicht mich. Scheiße, das war's! Nein! Das ist so unglaublich! Oh, fuck, ey! Das kann doch nicht sein, Alter, dass wir so schnell sterben, Mann! Yep. Das dachte ich mir auch. Noch zwei Minuten! Was? Ja, genau das. Das ist so assi. Ey, hast du mich gehört eigentlich, als ich mit dir gesprochen habe? Ja, ich weiß nicht, was los ist mit dem Spiel, deswegen verstehe ich es auch nicht. Also, ich will da auch ehrlich gesagt meinen scheiß Mikro mal einstellen, aber ich habe die Option bisher noch nicht gefunden. Weil ich habe bei dir nur den Ingame-Sound gehört nochmal. Doppelt. Ja, das ist dumm. Du hast mich aber verstanden, oder? Ich habe dich gehört. Aber bei dir kam die ganze Zeit nur durchs Mikrofon. Ich dachte mir so, was ist mit ihm los? Das war ultra scheiße. Oh, ich bin wieder belebt worden. Ich muss das Spiel zurück, tut mir leid. Ich bin Tommy. Bis gleich. Okay, ich lebe wieder. Ich finde die Idee so, wie wir es jetzt machen, gar nicht mal so schlecht, dass wir uns als Tote unterhalten, Leute. Dadurch ist wieder die Spannung ein bisschen höher. Aber es kann natürlich sein, dass dadurch weniger witziger Gespräche entstehen, so rum. Sehen wir dann, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt ein bisschen länger durchhalte, weil es kann nicht sein, dass ich so früh sterbe. Wie gut ist denn Black Widow, ey? Das kann ja nicht wahr sein. Okay, das ist abgeschlossen. Fuck you. Fuck life. Fuck my mama. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen langsamer. Wir machen das Fenster erstmal zu. Nein, ich will... Uiuiui, das hat sich ja richtig gelohnt. Gehen wir nochmal durch, komm. Und Fenster schließen. Perfekt, dankeschön. Ich hoffe, da ist... da ist eine Falle. Die können wir jetzt hier mal natürlich... nehmen. Das war jetzt dumm von mir. Momentchen kurz. Ich halte nochmal. Ich bin ein bisschen doof. Ich dachte ich bin es immer gewohnt, ihr gedrückt zu halten, noch von Dead by Daylight damals. Wir tappen einmal, genau. Und legen die Falle vor die Tür. Und halten gedrückt. Ja, dankeschön. Es ist ein bisschen doof, weil man das ja hier mit den Türen so komisch macht. Jetzt aber, oder? Was ist denn das? Das ist doch voll nah. Das ist doch... So nah dran ist es doch gar nicht. So, jetzt aber. Mal kurz vielleicht einmal so drücken. Drücken. Kann ich die irgendwie ablegen? Ach, linke Maus. Okay. Kleiner Augenblick.
So. Jetzt können wir sie platzieren. Das heißt, falls er reinkommt, es tut mir leid, ich bin mit dem Spiel noch nicht hundertprozentig vertraut. Das ist halt mein Hauptproblem. Dass ich mich erstmal reinfremeln muss. Arm yourself. Erstmal 10 Punkte. Dafür, dass ich meine eigene Waffe aufnehme. Ist schon mal nett. Aber hier war schon mal jemand drin. Und hier ist schon alles geplündert worden. Mit dem Basic brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gehen wir halt einfach raus. So. Versuchen wir irgendwo zu gucken, dass wir hier irgendwie wegkommen. Ich bin nicht mal... Hier ist das Ende der Straße, okay. Ich bin nicht mal ansatzweise in der Nähe von irgendwas. Das ist echt kacke. So gar nicht. Und ich hoffe, dass er jetzt auch nicht kommt. Wenn ich jetzt mit der Waffe C drücke... Bringt's nicht, okay. Es ist nur für Nahkampfwaffen gedacht. Schade, ich dachte, ich könnte damit laufen, weil... Man muss ja immer so stehen bleiben. Ist ein bisschen doof, dass man langsam laufen kann, wie bei anderen echten Shootern, nenne ich es mal. Okay, hier ist alles schon geplündert worden. Dann verziehe ich mich mal. Weil die ganzen Fenster sind offen. Ich denke mal, dass die Leute schon alles durchsucht haben auch. Mit Autos und Schlüsseln und so weiter und so fort. Aber wir schauen mal da vorne, die Häuser. Weil es kann sein, dass sie vertrieben wurden. Das zum Beispiel sieht noch geschlossen aus. Die beiden sehen allgemein noch zu aus. Ja. Jetzt machen wir ein bisschen langsamer. So. Ja, das sieht noch unbenutzt aus. Wahrscheinlich kam er dann kurz darauf hierher. Nachdem er mich und Jan gekillt hat. Wer lebt? Oh, Nerox ist schon tot und Emo ist schon tot. Sehe ich gerade auf dem Teamspeak. Krass. Scheiße. Oh, ich hab... coole Sprengkörper. Nice. Sehr nice. Okay. Hier ist aber jetzt sonst nichts mehr, oder? Ja, es ist Nahkampf. Das ist auch nix. Da ist vielleicht noch irgendwas drin. Na, auch nicht. Das ist nur ein Schrank zum Verstecken. Okay. Dann ist hier sonst wahrscheinlich nichts mehr. Gehen wir das Fenster wieder raus. Aber krass, Alter. Wie viel sich... Ich bin der letzte Überlebende! Fuck! Ich will nicht der letzte sein! Da ist ja noch gar nichts passiert an einem scheiß Auto. Fuck. Oh, das bringt mir natürlich jetzt überhaupt nichts mehr. Ich habe schon Walkie-Talkie erstens und zweitens. Es lebt niemand mehr. Scheiße. Jetzt muss ich natürlich versuchen durchzuhalten. Scheiße. Hi Luna. Fuck you! Warum? Fuck you! Nein! Fuck you! Hier, guck mal. This can't be happening. Ich will eigentlich nur kuscheln. Ich bin liebebedürftig. Ja, ich sehe das. Ey, können wir mal ja machen, wa? Klubik hoch oder was? Wo denn? Na? Hau mal die Scheiße da weg! Nee. Knock, knock. Schön am Zielen, hä? Das war gut. Ja, das ist schön. Hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Ich renne also einfach. Der Moment, wenn man in eine Animation gebackt ist. Halt's Maul, ich renn weg. Nein.
komm doch her. Es ist so furchtbar. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Wo ist sie? Nein! Scheiße, falsche Richtung! La. Das ist furchtbar, Leute. Es tut mir leid, ich bin gerade total höchst gespannt. Ah, fuck! Nein! Fuck, es ist so furchtbar. Ich will nicht mehr! Ich hab keine Lust mehr! Wo war das? Wo war denn die Scheiße mit der Falle nochmal? Putze mit der Falle. Wo war die? Bin ich hier? Oh, fuck! Nein! Ich bin da noch mal reingelatscht! Halt's Maul! Komm nachher, ja. Ach man, scheiße. Lass meinen schönen Kopf in Ruhe. Hallo, der ist schön blond. Ja, jetzt nicht mehr. Ach man. Ja, ein Dreck, ey. Also ich finde es so wirklich interessanter. Dani, hast du dich auch erschrocken? Ja, interessanter, aber. Nee, ja, weiß ich nicht. Ey, Winter, du Arsch, Alter. Ich hab mich voll erschrocken vorhin, als das erste Mal kamst. Und ich so dann... Mommy is proud. Du, lass mich in Ruhe. Ich bin sag mal, die Idee ist interessanter, aber ich hab als letzte Jahr noch überlegt. Ich so, war jetzt nur alleine. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Drück mal nochmal T. In Game. Okay. Also es war so, ich wollte dich eigentlich haben. Dann habe ich gehört, wie jemand das am Schiff verkackt hat. Und denk mir so, da gehe ich jetzt erstmal hin. Oh, ich hab The Bookish Girl freigespielt. Baby. Genau mein Level 26. Ich bin jetzt erstmal Level 6. Ich muss sagen, ich. Was? Was? Ich finde das so viel geiler. Wär's bestimmt, aber ich habe die ganze Zeit nur alleine geredet. Das war für mich dann natürlich scheiße, weil. Keine Ahnung. Mit Jan kann ich nicht reden, weil der bringt nur Ingame-Sound, wenn ich mit ihm rede. Ja, ich hab dich auch gesucht, Dani. Das war ja das Witzige. Ich hab dich gesucht, ich hab dich nicht gefunden. Ja, aber das Dumme ist, wenn wir uns gegenseitig immer suchen, sind wir einfacher zu finden. War aber auch als zweites tot erstmal und zweitens bin ich ja dann wiedergekommen, aber da waren schon alle anderen tot. Das war halt scheiße. Ich hab halt irgendwann überlebt, aber es gab gute EP am Ende nochmal. Na gut, ich hoffe, euch hat es so gefallen. Wir machen nochmal so in dieselbe Richtung und ihr entscheidet am Ende, welche Richtung euch besser gefällt. Komplettes Chaos genau. Oder aber sortiertes Chaos, nenn ich's mal. Mit nach und nach rausreden. Na gut. Ich sterbe leider mal wieder, aber am Ende hat man halt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wenn du ins Auto gehst, dann ist es Quatsch. Mir nicht. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Auf dann aber wieder den Tschüssikowski.